Willkommen zurück zu Pokémon Florasca mit dem lustigen Grafikfehler rechts. Warum ist hier so viel grün auf Wunder Island? Das ist mir gerade erst aufgefallen, nachdem ich auf die Aufnahmetaste gedrückt habe. Wir fangen mit einem Grafikfehler an. Nein, wir wollen jetzt nicht mit einem Grafikfehler weitermachen. Wir wollen weitermachen mit den nächsten Taucherorten, denn da gibt es immer noch einige. Und diese Taucherstelle hier ist sehr interessant, denn es sieht jetzt so aus, als ob wir gerade am untersten Punkt wären. Wir starten aber, wenn ich jetzt mal hochtauche, so viel Zeit muss sein, am obersten Punkt. Und das ist egal, wo ich hier eintauche an dieser Stelle. Wir starten immer oben. Und dieser Weg ist relativ einfach eigentlich lang zu fahren, wenn man was sehen würde. Der ist aber auch so einfach, wenn man weiß, wo man hin muss. Es ist, man muss quasi immer nach unten. Man muss immer nach unten, nach unten, nach unten. Und ich glaube, man auch immer so nach links und rechts. Und irgendwann ist man ganz unten angekommen. Irgendwann, wie gesagt. Ich glaube, bin ich das jetzt schon. Hier muss was sein, denn an irgendeiner Stelle. Ja, ich glaube, nee, ich glaube, ich kann auch irgendwo weiter runter. Wo muss ich weiter runter hier? Das ist immer so, es ist immer so schön. Hier ist, hier, das sieht gut aus. Geht's hier? Nee. Irgendwo. Ah, warte. Wir kommen der Sache näher, Hier. Hier sammelt man random eine Special Core auf. Hört ihr dieses Geräusch? Das ist eigentlich ein Einsammel- oder Anklickgeräusch, da passiert aber nichts mehr. Und wir haben jetzt. Jetzt wundert ihr euch, was habe ich hier überhaupt eingesammelt? Eine Beere. Ich glaube, nämlich die Starfberry. Man findet hier unten random eine Beere. Was auch immer. Und den Weg dürfen wir jetzt zurückholen. Das ist sehr schön. Nee, also muss ich andersrum. Oh, es hört der Dings auch noch auf hier. Der Schutz, das schneide ich denn raus. Also wir sehen uns gleich wieder. Jetzt suche ich gerade gute. Oh, und ich habe sie auch gefunden. Sehr schön. Da sind wir nämlich beim nächsten Taucherort. Ich muss mir gerade mal notieren. So, ich musste gerade mal eben notieren, wie lange ich jetzt gebraucht habe, um wieder rauszutauchen. Damit ich später weiß, wie viel ich rausschneiden muss, dass wir trotzdem einen 15-Minuten-Part haben. Ich versuche jetzt immer mir die Zeiten aufzuschreiben für meine Schnitte, dass ich weiß, oh, wenn ich das jetzt rausschneide, kommen wir trotzdem noch auf 15 Minuten. Das ist doch eine gute Idee. Und das jetzt hier wird nicht lustig. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Ich glaube, von allen Tauchergebieten, die ich zu absolvieren habe, ist das hier das größte. Und verwirrendste vor allem. Hier ist ein riesiges Tauchergebiet und ich habe keinen Plan, wo hier der Ausgang war. Das wird jetzt lustig zu finden. Wisst ihr, was ich hier mache immer? Ich drücke pausenlos B. Ich drücke wirklich pausenlos B. Also das ist die Taste, womit man wieder hochtauchen kann. Weil ich ja nicht sehe, wo man hochtauchen kann. Hier ist was. Ist das gleich mal richtig? Das wäre klasse. Ist das richtig? Nein, das ist der andere. Oh nein, das ist richtig, das ist richtig. Genau hier wollte ich hin. Perfekt. Wisst ihr, warum ich mich gerade wundere? Ganz einfach. Von einer anderen Stelle aus gesehen, wenn man da Taucher einsetzt und dann nach links surft, kommt man auch hier an. Das sind quasi drei Taucherstellen, die miteinander verbunden sind. Und der mittlere Teil nur führt einen zu einer neuen Stelle. Das kann man, glaube ich, auch ganz gut sehen. Die Stelle hier rechts, wenn ich da eingetaucht wäre, würde ich auch hier ankommen. Und jetzt fragt ihr euch, was es hier gibt. Ihr werdet es mir nicht glauben. Hier gibt es nur einen Trainerkampf. Das ist mein voller Ernst. Und ich sehe gerade, meine Pokémon sind ein bisschen besiegt. Die könnten wir gleich mal heilen dann nach dem Kampf. Man surft hier nur hin für einen Trainerkampf. Ist das nicht genial? Nö, ist es nicht. Aber wir machen ihn trotzdem, um 100% zu erreichen. Beziehungsweise 100%, wo ich denke, 100% zu haben. Niemals werde ich hier 100% haben. Das würde ja auch einschließlich bedeuten, dass ich alle versteckten Items finde und es ist nahezu unmöglich. Um alle versteckten Items dieses Spiels zu finden, müsste ich an jeder Stelle dieses Spiels den Detektor einsetzen. Und das ist mir ein bisschen zu doof. Fragt sich nur warum. Das erste Pokémon haben wir geschickt ausgeschaltet. Das werden wir im zweiten gleich mal wiederholen. Und eine Stärke. Das Erstaunliche ist, meistens ist die Stärke von Chiyoko stärker als. Das klingt lustig, die Stärke ist stärker. Die Stärke ist stärker als Feuer-Odem. Warum ist das lustig? Natürlich, weil Stärke eigentlich nicht so für eine starke Attacke im Grunde bekannt ist, aber hier ist sie das für mich.
Und ja, ihr seht richtig, ihr habt keinen Knick in der Optik. Diese beiden Trainer geben einem noch die Telefonnummer, dass man sie theoretisch nochmal herausfordern könnte. Obwohl man eindeutig einen total beschissenen Weg surfen muss, um zu ihnen hinzukommen, sollte man das nochmal machen. Nein, ich glaube nicht. Ich bin gerade irritiert, wo muss ich jetzt hin? Wo ist denn Route S? Bin ich ja total blöd. Hallo? Route S? Wann bin ich... Ah, hier ist... Oh Gott, ich war gerade irgendwie... Ich habe Route S nicht gefunden. Ich weiß nicht, wo die Route ist. Nö, erstmal Pokécenter-Heilung. Das schneide ich dann natürlich auch schnell aus, ne? Und bei Route S wird jetzt was Überraschendes kommen. Ich werde hier noch nicht eine Taucherstelle besichtigen, keineswegs. Ich werde erstmal hier rein surfen, in diesen kleinen Spalt. Denn hier haben wir einen weiteren Trainer übersehen. Ich verstehe es nicht, wie ich die immer wieder übersehe, diese Leute. Aber manchmal passiert das halt. Die sind schon ziemlich gut versteckt, die muss man sagen, ne? Ich schreibe mir jetzt mal wieder auf, wie lange ich gebraucht habe. So. Also bis jetzt habe ich so einen Count von 140, was ich rausgestellt habe. Und ihr seht richtig... Erneut seht ihr richtig in diesem LP. Also, weil ich das so oft sage, glaube ich, hier passieren viele Dinge, die man erst nicht glauben mag. Er setzt einfach mal ein legendäres Pokémon ein, ein Fione. Der Typ hat's drauf, was? Wir beißen es zu Tode. Nein, wir beißen es nicht zu Tode. Ich hätte vielleicht Shockwords tauschen sollen. Ich glaube, als ich den entdeckt habe, mal zum Kampf, habe ich mit Shockwords gekämpft und das hat es dann mit einer Elektroattacke besiegt. Aber schön, die lässt sich nicht irritieren. Bleibt konzentriert und besiegt es gekonnt. Klasse. Ja, es tut mir leid, ich weiß schon, was die für Pokémon haben, die Leute, die ich übersehen habe. Weil ich war einfach neugierig in dem Moment, das muss ich jetzt leider wirklich entschuldigen. Aber solange das jetzt nur die Leute sind, die ich mit Taucherstelle oder sowas übersehen habe, oder die ich so finden musste gezwungenermaßen, ist das, glaube ich, kein Problem. Die nächste Stelle ist... Ich werde jetzt nur die wenigsten Taucherstellen hier besichtigen, das hat einen einfachen Grund. Es gibt nur bei wenigen Taucherstellen überhaupt was zu finden, die anderen sind einfach nur miteinander verbunden. Jetzt muss ich gucken, wo musste ich jetzt raus? Da habe ich mir auch ein lustiges Bild gemacht, das kann ich euch mal einblenden. Na gut, ich denke, man kann es erkennen. Da muss ich ungefähr rauskommen. Also, es muss eine rote Koralle rechts von mir sein. Nach links, ich muss immer nach links, steht bei mir gerade auf dem Bild. Also, nee, nicht auf dem Bild, in der Textdatei steht, ich muss immer nach links surfen, soweit tauchen, soweit wie es geht. Na? Kommen wir hier irgendwo an? Ich hoffe ja schon. Das ist, glaube ich, kein komplizierter Weg gewesen allzu sehr. Und Tatsache, das geht sogar noch, dieser Weg. Finden tun wir hier soweit nichts außer einem Item. Einen Wasserstein, der mir natürlich jetzt nicht viel bringt. Und einen weiteren Trainerkampf. Das ist übrigens der einzige Trainerkampf, bei dem ich mir echt überlegt habe, wie kommt man überhaupt zu den beiden hin? Die waren nämlich zu sehen unterhalb von der oberen Wasserroute da. Und ich habe mich gefragt, wie soll man zu den beiden hinkommen? Jetzt haben wir das Rätsel auch gelöst. Sie mit ihrem schönes Pärchen, was? Und ich habe auch ein schönes Pärchen. Hatten wir schon mal Shiri und Shiori zusammen? Das weiß ich jetzt auch nicht mehr. Wie greifen wir am besten an? Das Mantax hat eine unglaubliche Verteidigung, deswegen stürzen wir uns auf Mantax drauf. Haben hoffentlich Erfolg. Nein, das reicht nicht. Nein, nein, nein. Wäre auch zu schön gewesen. Hey, Chiyoko, möchtest du bitte nicht verwirrt sein? Das wird wehtun. Das wird wehtun, Chiyoko. Wow! Wow! Oh Gott! Und nicht mal verwirrt. Also nicht mal verwirrt, selbst verletzt. Supigeil. Das war gerade sehr männlich, der Ausdruck. Supigeil. Bitte nicht, Shiyoko, bitte nicht. Nee, das kann ich dann nicht auf mir. Das kann ich dann nicht verantworten, jetzt Shiyoko zu verlieren. Shiyoko, du machst es gerade klasse überleben, dann kann ich dich nicht draufgehen lassen. Ich habe in letzter Zeit selten Hypertränke benutzt, glaube ich, und es wird Zeit für einen nächsten. Chiyoko darf nicht draufgehen. Sie ist gerade tot Überlebenskämpferin, sie braucht die EP. Wow, Volltreffer.
Ihr merkt, ich habe auch in dieser Aufnahmesession bisher gute Laune. Das ist jetzt erst mein zweiter Part und es könnte sich natürlich schlagartig ändern, aber momentan geht es mir blendend in diesem Spiel, weil ich einfach weiß, was ich tue. Letztes Mal, als ich diese Tauchorte gesehen habe, wusste ich ja überhaupt nicht, hey, was soll ich denn jetzt da machen und so, aber ich weiß ja mittlerweile, was ich zu tun habe und deswegen gibt mir das ein Gefühl der Sicherheit. Ray und Ian, ihr habt zusammen verloren und ihr habt auch zusammen gearbeitet, was auch immer. Dann würde ich jetzt auch spontan den Weg mal zurücktauchen wollen. Das geht hoffentlich nicht so lange, dass ich da noch Zeit dann habe. Soll ich das zeigen? Ich weiß ja nicht. Doch, ich glaube schon. Es ist jetzt nicht so weit. Hört mal auf zu heulen, nur weil ich jetzt mal einen Weg zeige, den ich zurücktauche, müsst ihr jetzt nicht anfangen zu heulen. Der stellt das nicht raus, voll langweilig. Ja, vielleicht nenne ich es ja doch raus, wer weiß das schon. Wir sind doch gleich da, Kinder. Hört mal auf zu flennen, wir sind gleich da, seht ihr, da sind wir schon. Warum soll ich das rausschneiden? Zwei Taucherstellen. Jetzt habe ich mir aufgeschrieben bei Route S, zwei Taucherstellen dicht und die obere Bildung hat eine Herzschuppe. Dann würde ich mal glatt vermuten, hier gibt's eine, irgendwo. Unsichtbar. Hallo? Hallo? Da. Haben wir gefunden. Und dann haben wir noch eine letzte Stelle. Da seht ihr, da war's. Da hat man kurz gesehen. Ich würde aber schnell einen Schutz einschmeißen, wenn ihr nichts dagegen habt. Aber ihr habt nichts dagegen, weil ihr meine Zuschauer seid und ihr müsst gucken, was ich auf dem Teller habe. Was ihr auf dem Teller kriegt. Oh, Taucherstelle oben in der Ecke. Das war ein halber Rülpser wieder. Bitte ich zu entschuldigen. Das wird sie wohl sein. Und da habe ich mir in Klammern hingeschrieben, eine C-Schwimmung. C-Schwimmung. Das heißt wahrscheinlich so, dann hoch und dann wieder rechts. Ungefähr. Ja. Es gibt nämlich auch noch einen Weg nach links. Und wenn man den nimmt, da kommt man nirgendwo an. Und irgendwie komme ich auch hier nirgendwo an. Ich werde schon herauskriegen. Mist, da ist es. Aber mal. Ja, hier. Perfekt. Für ein Item. Aber immerhin irgendwas. Und ein Feuerstein brauchen wir zwar genauso wenig, aber. So, damit hätten wir jetzt die Taucherstellen fertig. Das hat fast den gesamten Part gedauert, aber. Was soll's. Ich habe eine Vermutung, wo es als nächstes hingeht, und dieser Vermutung möchte ich nachgehen. Ich weiß nicht, ob es das ist. Wenn ich es jetzt nicht finden sollte, wo es weitergeht, dann werde ich mich offscreen mal umschauen, weil ich habe es. Das sieht nicht schlecht aus. Oder? Ich weiß es nicht. Ich habe eine gewisse Vermutung, wo es weitergeht. Da will ich auf den Grund gehen. Der Repels-Effekt hört auf. Und ich habe recht. Wir können jetzt hier weitergehen. Soll ich das mal machen? Wir gucken mal da oben. Da sind viele Trainer in diesem Sumpfgebiet. Sirenstown. Was? Wir sind in der Stadt angekommen. Das ist ja auch interessant. Und warum laufe ich die ganze Zeit über diese Brücke? Was? Ich laufe über die Dings drüber? Jetzt möchte ich nochmal ein Item benutzen. Nee. Sag mir jetzt nicht, ich laufe über die gesamte Stadt jetzt drüber. Doch. Du bist ein Trainer, weil wir. Oh. Gibt's denn noch irgendeinen Weg nach unten? Dann, ich möchte jetzt nicht die ganze Stadt überlaufen, quasi. Da macht jemand eine Ansage. Du bist auch der letzte Trainer in diesem Part, dann müsste das von der Zeit genau aufgehen. 1,40 muss ich rausschneiden, ich bin gerade bei 15,40, das heißt, wir kommen recht gut hin. Next one ist ein. Ja, da muss ich dich drin lassen, Schildi, oder? Wenn es so perfekt passt vom Typen, warum soll ich dich auswechseln? Das ist eine große Frage und die müssen wir ganz klar mit gar nicht beantworten. Also, ich muss dich gar nicht austauschen. Macht das Pokémon. Ungefähr. Oh, das haben wir auch nicht geschafft. Oh, wie schade aber auch. Kannst du mir helfen, wie ich hier zu dieser Stadt runterkomme? Weil momentan gehe ich den ganzen Weg nur drüber. Ach so. Mit dir wahrscheinlich, mit dir, Fräulein, kommen wir dann dahin.
Gut, dann werde ich jetzt Folgendes auch machen. Ich werde jetzt zurück zu Pokémon Center gehen oder fliegen. Ich werde mir mein Schildi abholen, dass mein Schildi auch wieder mit trainieren kann. Denn Quengel brauchen wir ja nicht mehr. Bis zum nächsten Part an dieser Stelle. Tschüss!